finde es unglaublich, dass die Auflösung nicht mehr verstellt wird, wenn ein Update kam und man das Spiel zum ersten oder auch zweiten Mal neu startet. Überarbeitung des ballistischen Schildes. Änderung am Kerngameplay. Operatoren, die ballistische Schilde verwenden, erhalten mehr Funktionen, während sie ihre Schilde hochhalten, wie zum Beispiel Sprinten, Nachladen von Waffen oder Auslösen von Geräten. Ich hoffe inständig, dass die Dinger nicht mehr direkt umbringen, wenn sie einfach zuschlagen. Änderung bei Kiba-Barriere. Gameplay-Änderung. Asamis Kiba-Barriere nimmt jetzt Schaden durch Kugeln und kann zerstört werden. Kugeln mit größerem Kaliber verursachen mehr Schaden, also zum Beispiel Kalis Scharfschützengewehr. Überarbeitung der Waffenaufsätze. Gameplay-Änderung. Mehrere Waffenaufsätze wurden überarbeitet. Probiere neue Ausrüstung auf dem Schießplatz oder auf den Trainingskarten aus. Die komplette Liste der Änderungen findest du in den Anmerkungen der Spieldesigner. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Operation Deadly Omen. Tödliche Vorzeichen. Deimos ist jetzt mit am Start. Das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Vielleicht klärt das Video auf, was es bisher zu jeder neuen Operation zum neuen Operator gab. Aber warum ist der jetzt im Team? Ich würde sagen, wir finden es heraus. Spinnt? Okay. Gucken wir später nochmal. Story. Weltuntergangsuhr. Natürlich haben sie mich lebend gefangen genommen. Rainbow ist nicht gerade dafür bekannt, in seinem besten Interesse zu handeln. Trotz all ihrer Angeberei wissen sie nicht, was sie wollen. Sie denken nur, dass ich es ihnen geben kann. Sollen sie das ruhig glauben? Sie können mich in eine Schublade stecken, bis in alle Ewigkeit nach Antworten suchen und alles Mögliche aus mir herausquetschen, aber das wird sie nicht retten. Die Uhr tickt bereits. Jeder Schritt, den Rainbow macht, zeigt, dass sie verdienen, was auf sie zukommt. Wenn es soweit ist und Rainbow zerstört ist, werden sie vielleicht erkennen, wie machtlos sie waren. Es erklärt immer noch nicht, warum der jetzt hier mitmischen darf oder muss. Und selbst wenn er gezwungen wird, für sie zu arbeiten, warum... Warum holt man sich so einen ins Haus, der... eher für Sabotage als für Mitarbeit, Zusammenarbeit bekannt ist, der auch den Harry auf dem Gewissen hat, haben soll. Er hatte bestimmt eine kugelsichere Weste an. Wir gucken uns mal das Video an. Wie weit nach oben will Ubisoft die Untertitel eigentlich noch ziehen? Ich hab ihn. Du hältst das Ding an. C4 mit Fernzünder wie in Bratislava. Das Haus mit der Kita. Morris, was machst du? Waffe runter! Damit er durch einen Gefangenenaustausch freikommt? Er hat Blut an seinen Händen und in 2 Monaten schlürft er am Strand Mojitos. So läuft's doch, Bogart. Unsere Befehle lauten ihn... Verdammt, Jared! Jetzt hast du's geschafft! Du wirfst deine Karriere weg! Rainbow ist egal. Das hier, du und ich, alles egal. Ich kämpfe für etwas Größeres. Leider kannst du nicht mitkommen. Heißt mich denn keiner willkommen?
kenne ich die Stimme erst. Unter der Maske hat man sie etwas, ich sag mal, verzerrt wahrgenommen. Das ist, erkennt er sie wieder? Das ist Mac aus Need for Speed Payback oder vielleicht auch etwas bekannter. Harnisch von Leiper aus Kingdom Come Deliverance oder vielleicht auch bekannter. Jonah aus Tomb Raider oder in Far Cry 6 hatten wir die Stimme bei den bösen Buben zuletzt auch. Das soll also Deimos sein, wie er wohl einfach war, bevor er das alles gemacht hat, was er jetzt mit Rainbow gemacht hat. Aber warum arbeitet er jetzt für Rainbow? Und warum wollen oder lassen die das zu? Das erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Morris, K.I.A. Killed in Action. Nee. Der ist da rausgekommen. Oder gibt er sich, oder hat er sich einfach jemand anderen ausgegeben? Ist er ein Angreifer oder ein Verteidiger? Er ist ein Angreifer. Moment, ich wollte nur beim Namen gucken. Ja, Gerald Morris. Der gerade lebend. Von dieser, war das eine Ölbohrinsel? Auf jeden Fall von der Explosion weggekommen ist. Der seinen Kameraden den Bogart umgelegt hat. Der hat ja am heiligen Abend Geburtstag. Wie die Leiser. Warum lassen die den jetzt mitspielen? Es wird Zeit für eine Kampagne von Rainbow Six Siege. Deathmark Tracker. Kleine Sonde, die für kurze Zeit die Position eines Gegners und Deimos einander offenbart. Das ist eine Fähigkeit, die Vor- und Nachteil zugleich ist, im Sinne von, man setzt sie ein, man bekommt einen Gegner markiert, aber gleichzeitig wird man auch für den oder für die Gegner markiert. Okay. Ich frage mich immer noch, wie kann er jetzt auf einmal, er sitzt in einem Verhörzimmer. Was haben sie ausgemacht, dass er jetzt hier mitspielt? Das würde mich mal brennend interessieren. Klar, deinen Feind im Blick behalten. Lieber hast du den vor dir als irgendwie weit weg im Hintergrund, damit du ihn beobachten kannst. Trotzdem, ich würde gern den Hintergrund wissen. Was hat denn der für Waffen? AK-74M. No match. M5090A1, Haben das die Amerikaner, wie zum Beispiel Kaschle, dabei, das Ding? Nee. Die hat auch Termit dabei. Die gleiche Kaschle, die 10-14. Vielleicht hat die noch keinen Operator. Bei Schrotflinten bin ich jetzt nicht so auf der Höhe. Was hat er denn noch dabei? Eine Magnum, eine 44er Vendetta. Mit einem dicken Zielfernrohr. Das Zielfernrohr und die Waffe? Nicht 1:1, aber erinnert mich an Kite. Hat ja auch ein schönes, allen voran hat ein schönes Visier drauf. Er hat noch eine schwere Sprengladung und Splittergranaten. Ich habe das Regenbogenspiel ja jetzt schon länger nicht mehr gespielt. In diesem Jahr bisher kaum. Mal gucken, was sich alles so geändert hat. Spinnt. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal die wichtigen Fragen. Ich dachte, an den Aufsätzen hat sich was geändert. Ubisoft. Immer noch kein ACOG. Schlecht.
Widerschild. Ist das anderthalbfach? Okay. Mittelgroß, aber mit der Optik vom ACOG. Das ist ein ACOG. Das ist ein ACOG. Das ist. Ich dachte, das wäre jetzt die gleiche Zoom-Stufe, aber das ist ja ein anderthalbfach. Aber das ist doch ein ACOG vom Aussehen her. Frau Frost hätte jetzt nicht ernsthaft einen ACOG bekommen. Moment. Moment. Hm, wo kann man denn hier? Trainingsplatz oder so? Nee. Kann man das nicht von. Das wäre schön, wenn das spinnt. Hallo? Moment. Nee, nicht erneut spielen, scheiße. Wie bricht man das ab hier? Ich will spielen, aber irgendwo in der Ausbildung. Schießplatz, Kartentraining, Tutorials gegen KI. Terroristenjagd heißt das. Kann man jetzt den Operator hier auswählen, beziehungsweise muss man dann immer wieder hier rausgehen? Das habe ich ja beim letzten Mal Schießplatz bemängelt. Frost mit einem ACOG. An die Arbeit. Nee, ist kein ACOG. Das ist ein ACOG. Das sieht aber anders aus. Sam hat gesprochen. Wir gehen an die Linie heran. Zielen auf die Mitte und sehen, wie viele Kreise. Der Mittelpunkt, 1, 2, 3 Kreise. Ich würde jetzt gerne die Ausrüstung wechseln. Das hier immer noch nicht. Psst. Muss ich dafür jedes Mal zurückgehen? Das wäre extrem doof. Verteidiger, Frau Frost. Die werden beide als mittleres Vergrößerungsvisier angegeben. Deswegen nehme ich an, haben die gleiche Zoomstufe. Sonst würde hier großes Vergrößerungsvisier zum Beispiel stehen. Das sollte das anderthalbfach sein. Das sieht aus wie das ACOG. Wir sehen es ja gleich, ob es eine andere Zoomstufe ist. Hast du drauf? Frau Frost hat ernsthaft einen ACOG bekommen. Von der Optik her hat sich das ACOG aber verändert. Vom reinen Aussehen her. Frau Frost hat jetzt einen ACOG. Oh Mann. Und warum haben nicht alle Operatoren die Möglichkeit eines ACOGs? Moment, habe ich bei So nicht richtig hingeguckt? ACOG. Kein ACOG. Warum macht man da trotzdem noch Unterschiede? Ich hätte jetzt gedacht, die haben die für alle eingeführt. Hä? Ubisoft. Ich glaube, schau jetzt einen ACOG auf der Louison. Nee, keine Visierung möglich. Sie ist auch Verteidigerin und hat kein ACOG. Frau Frost ist Verteidigerin und hat einen ACOG. Das sind alles Einfachvisiere. Ich gehe mal zu einem Angreifer. Wer hatte denn jetzt zuletzt kein ACOG mehr? Zum Beispiel... Nee, Moment. Fuse hatte doch noch eins, ne? Ja. Das ist wieder ein anderthalbfach. Das ist ein ACOG. Das ist das Business. In Anführungszeichen. ACOG. Ash zum Beispiel hatte definitiv kein ACOG mehr zuletzt. Hat jetzt ein ACOG. Hat das R4C wieder eins?
Da sitzt ein Elkhog wieder. Krass. Jetzt könnte die Waffe auch wieder gewechselt werden. Termit hatte die ganze Zeit ein Elkhog. Hat er immer noch eins? Ja. Warum macht man trotzdem bei einzelnen Operatoren Unterschiede? Find ja schön, dass jetzt wieder mehr Elkhogs im Spiel sind, aber warum macht man das? Ubisoft. Sonst spiele ich ja kaum anderen Angreifer. Schade, dass die Verteidiger überwiegend keinen Elkhog haben. Alibi hat nur ein Fachvisier. Kamerafrau hat nur einfach Visier. Frau Frost hat jetzt einen Elkhog. Nur einfach Visier. Nicht mal anderthalbfach Visier. Warum hat Frau Frost jetzt so was Übertriebenes wie eben einen Elkhog, wenn die anderen noch nicht mal anderthalbfach haben? Verstehe ich nicht. Weg noch mit einem Elkhog wie in Far Cry. Schade. Frau Frost hat jetzt einen Elkhog. Wie sieht denn das bei dir aus, Störsendermann? Schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Nun gut. Den habe ich ja noch gar nicht im Einsatz gesehen. In der letzten Operation kaum gespielt und nicht gesehen. Und die in Anführungszeichen neue Karte aus eben der letzten Operation fehlt ja ebenso noch. Ich bin mal gespannt, wie sich das Regenbogenspiel jetzt spielen lässt in der nächsten Operation. Frau Frost mit Elkhog. Was ist das denn hier, der spinnt? Hier gibt es jetzt einen Pack-Manager. Gibt es hier nicht mehr die Möglichkeit, die Packs doch. Was ist denn ein Pack-Manager? Das gleiche wie die Anzeige da vorne, wie ich annehme. Ja. Okay. Aber was ist der spinnt jetzt, damit man seine Aussehensgeschichten noch anders verwalten kann? Aus dem Spin zum Favoritenkreis hinzufügen, okay. Ich hätte gedacht, die man am meisten verwendet, sind schon voreingestellt drin. So. Wunderschön. Die Brille. Das ist ein Bereich, den ich sehr oft benutzen und besuchen werde. Sieht man, wie viele Waffendesigns und Aufsätze man hat. 110, 4 und 138. Ja, das ist ein sehr schöner Bereich. Fühle ich mich sehr wohl. Was gibt's hier eigentlich Neues? Der hat sich auch wieder... Ne, der hat sich nicht wieder verändert seit dem letzten Mal. Wir sind hier und ja, jetzt geht man halt den Weg nach oben oder nach unten. Und dann geht's irgendwie weiter, aber... Ist mir eh schnurz, das Ding. Ansonsten, ja, würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wollen wir mal gucken, ob der Modus, der früher so toll war, wieder toll geworden ist? Ich glaube ja, er ist weiterhin doof. Das schnelle Match. Ich würde gerne nicht betreten, ich würde ganz gerne erstmal die Regeln lesen können. Okay, das geht hier. Oh, na sowas, die haben Geiselnbereich sich drin gelassen. Das Problem ist, es gibt andere Probleme. Keine Verlassenstrafen, ja, best of 4. Ah, wieder mit Kartenpool, so ein Müll. Das Ding ist in Anführungszeichen neu aus der letzten Operation. Aber das sind nicht alle Karten. Das sind nicht alle Karten. Fällt mir gerade eine auf, die nicht dabei ist. Outback, wollte ich sagen, ist da oben. Hm. Hm.
fällt gerade auf den ersten Blick keine Karte ein, die hier fehlt. Oder sind jetzt mit den vier alle drin? Oh oh. Hier kann ich mich gerade nur blamieren im Sinne von, mir fällt keine Karte ein, die hier noch rein müsste. Grenze ist Grenze dabei? Ja. Kanal ist dabei. Ich gehe gerade ein klein wenig die DLC-Karten durch. Wolkenkratzer? Ist Wolkenkratzer dabei? Ne, zum Beispiel nicht. Freizeitpark? Nö. Okay, da werde ich mich jetzt nicht weiter aufhalten. Es sind nicht alle Karten drin, das ist Mist. Ich gebe mir mal schnelles Match, mal gucken, wie in Anführungszeichen geil das ist. Frau Frost hat jetzt einen Eckock. Warum ist er mit von der Partie? Das muss im Spiel aufgeklärt werden. Gibt es bei Ubisoft auf dem YouTube-Kanal ein entsprechendes Video, was das erklärt? Finde ich nicht gut, das muss im Spiel erklärt werden. Mit einer Kampagne. Was gibt's denn sonst noch? Training KI, Training gegen KI-Spielliste. Verhaltenskodex, so spielen wir. Wie spielen wir denn? Als Teil der Spieler-Community von Ubisoft spiele ich freundlich. Ich bleibe stets gelassen und kommuniziere angemessen. Respektvoll. Ich trage dazu bei, dass sich andere Spieler wohl und sicher fühlen. Fair, ich cheate nicht. Okay. Das soll der Standard sein. Übt im Kartentraining alle Wege. Das scheint eben neu zu sein. Ich habe 13 Eintagesboosts. Für hier Battle Pass Punkte. Das sind die Ansehensboosts. Habe ich 3 für einen Tag. 3 für 3 Tage. 2 für 7 Tage. Oha. Ja, Ansehen ist schon echt knapp geworden. Ist gar nicht, was ich mir noch leisten kann. Das tägliche Brot wird schon schwer. Spielt das Regenbogenspiel überhaupt noch jemand? Wir warten schon seit fast 2 Minuten und da wird dieser Modus einfach nicht mehr genutzt, weil er halt doof ist. Wir können in der Zwischenzeit ja mal bei den Operatoren ein bisschen herumgucken. Wo denn? Zum Beispiel habe ich jetzt eigentlich schon alle angeguckt, fällt mir ein. Jetzt geht's natürlich los. Kibas kann man jetzt zerschießen. Wie lange geht denn hier eine Runde? Wir verteidigen. Ich nehme mal direkt Frau Frost, wenn ich das Eckhock ausprobieren möchte. Ah, Frau Frost, da war ja was mit. Die Matten sind ja seit der vorletzten Operation anders. Man kann sich daraus ja jetzt mittlerweile befreien. Oh, scheiße, da war ja was. Gar keine Polizei dabei. Ah, die Hintergrundbilder. Die werden jetzt auch immer besser. Das Katzenbild ist ja schon besonders. Bereit zum Eliminieren der 10 Feinde. Verstärkungen, 30 Sekunden, oh, das ist zu wenig. Nein. Achso, Mira haben wir. Dann lasse ich Mira mal. Ich hab mal auf den Ping geguckt. Nur noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Wir hatten viel zu wenig Vorbereitungszeit. Ich kriege ja nicht mal die 4 Wände hochgezogen. Da kommst Matten, denke ich, ja zu Beginn. Angreiferabsicherung aktiv, was ist das denn? Da kommst Matten, denke ich, ja nicht direkt zu Beginn, weil... Die. Ansonsten von den Drohnen gesehen werden. Dass wir das überlebt haben. Lege Willkommensmatte aus. Mist, ich habe das Echo hier gar nicht ausgerüstet. Ich habe ja gerade zuletzt noch das anderthalb Fahrzeug getestet. Ah, hier ist auch bestimmt. Scheiße. Es fiel mir ein Hauch zu spät ein. Ah. Ich lade nach. Das war
Mist meinerseits. Vielleicht hüpft noch jemand in die Matte als letzter, wobei der kann sich halt aufstellen. Das ist so ein Scheiß. Außer sie haben das wieder geändert. Bereit machen, Mann. Das hab ich ja, meine ich, noch nie gehört. Hier außen ist jemand. Ich glaube, Cashman guckt jetzt dahin, ja. Oh, kriegt aber auch von hinten was von der Sonnenaufgangsbar ab. Mistchen in Position! Bist immer noch hier. Ist jetzt schon lange nicht mehr zu sehen, zu hören. Lade volles Magazin! Ich habe ein Nestchen platziert. Ach, jetzt ist ja jemand drin. Und jetzt macht er draußen wieder Geräusch und Messer da rum. Ah, hier, der. Ich hab den Namen vergessen. Grimm? Grimmig, Grimm. Ein Gegner verbleibt. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Eliminierungsassistent, da muss jemand in die Matte gelatscht sein, ja. Und das ist ein Scheiß, dass man sich daraus befreien kann. So ein Müll, Ubisoft. So, ist Frau Frost jetzt vorausgewählt? Ja. Okay, der Motor ist immer noch scheiße. Bereit zum Eliminieren der Feinde. Wand gesichert! Holter ist fertig! Ah. Es bleibt noch 10 Sekunden. Hat man schon eine Schrottflinte, dann sowas. Nur noch 5 Sekunden. Versteckt ja kaum jemand was. Ein Kollege hat bei der Außenwand mit verstärkt, eben eine, jetzt sind hier noch so viele Sachen offen, ich habe den Rest alleine gemacht. Hat sich eh daraus befreien können. Okay, das war nicht bei uns, ich dachte, da geht gerade das Fenster wieder auf. Hier ist schön. Na, hier wollen wir das hinlegen. Jetzt machen wir da auch noch auf. Frau Frost hat einen ACOG, aber... Das war nur der Geiselkopf. Ey, guck bei Frau Frost, das ist so hier. Ist jemand verletzt? Aua! Was war das denn? Trau mich nicht dahin. Hier ist das Echo vielleicht ein bisschen zu groß. Muss ich gestehen. Entdeckt. Ist jemand mit der Kamera außen unterwegs? Das hört man. Das Eikok ist hier gerade wirklich ganz schön groß. Jetzt klopft hier mal eine Tür auf. Das ist aber nicht die Außentür vor uns. Das klingt anders. Klingt, das wäre einer rechts von uns. Im Gang. Das Barum ist da, der Rum ist da. Das Visier ist ganz schön dick. Ein ACOG als Verteidiger. Gab's früher mal zum Beispiel als. Als eine Anfangszeit Bandit hatte zum Beispiel eins. Bei der MP7. Eigener Operator gefallen. Schönes Rot. Red Hammer.
Sprengladung und Claymores geblieben. So. Wo ich spawne ist ja... Wir sind jetzt Angreifer. Da sollte ich mich schon entscheiden. Als Verteidiger sollte ich auf zufällig klicken. Außer ich will unbedingt irgendwo spielen, um dann eben einen Ansatz zu setzen für die Teamkollegen mit. Ruin ist aber... Nee, ist schon richtig, aber warum spawnen wir auf dieser Seite? Hä? Ruin? Poolbereich? Wir sind doch gerade hinten beim Poolbereich mit der Drohne. Hä? Ach ja, man sieht ja den... Das hier sofort. Das ist ein Schwachsinn. Geisel in Sicht. Angreiferabsicherung aktiv. Was ist das denn? Ist das so ein Schutz vor welche, die rausrennen zu Beginn? Das Geräusch ist ein anderes, wenn man mit dem Messer was trifft. Das blendet das auch noch. Liegt unter zu hohen Grafikeinstellungen. Mit einer schlechteren Grafikeinstellung würde das, denke ich, nicht so blenden. Ein roter... Ach, halt betreten. Die Kappe. Ich habe sie hier abgeschraubt. Hier ist Oryx unterwegs, kann das sein? Ich hab grad irgendwas getrampelt. Hier ist jemand in der Nähe. Hier schleicht jemand rum, jetzt läuft er gerade normal. Eine Minute noch. Da ist eine dicke fette Blutspur. Hier ist jemand in der Nähe. Die Dinger sind aber schon ziemlich schussresistent. Die Kibas. Das lohnt sich nicht zu zerschießen. Durch die Pappe. Ich muss aber zeigen, dass ich verletzt bin. Nur noch ja, einer vom eigenen Trupp. 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden übrig. Eigener Trupp wurde eliminiert. In der Küche. Das steht jetzt schon fest. Halten wir fest. Schnelles Match ist immer noch Müll. Man weiß sofort, wo die Geisel ist. Man bekommt, wenn man einen Operator ausgewählt hat, in der nächsten Runde den vorausgewählt. Es gibt nur 30 Sekunden Vorbereitungszeit. Es gibt keine 3,5 Minuten Runden. Aber gut, das ist nochmal was anderes. Und es gibt nur einen, es gibt einen Kartenpool. Nur ausgewählte Karten. Das ist einfach Müll. Außen Störsender, dann gehe ich wieder. Den haben wir noch gar nicht identifiziert. Ein Störsendermann ist der hier oben? Nee, der ist hier oben. Einsatz in 5 Sekunden. Naja, Geisel falsch geschrieben, aber fast richtig.
schon weg, vielleicht der Störsendermann. Es war nur ein Lämmchen. Da braucht man einmal Ash und dann ist die nicht da. Die könnte da aufäschen. Welche Farbe hat denn das Pünktchen hier? Rot? Stoßwelle. Ich glaube, es kommt gerade ein Gerät zu uns. Durchbringsatz aktiv! Sonst könnte... Egal. Was ist das denn? Grafikfehler? Durchbringsatz aktiviert! Ach, womöglich ist RAM oben rumgefahren, das war vielleicht das Geräusch. Was ist das denn? Grafikfehler? Hologramm. Sprengbereich räumen! Ja, Twitch, geh mal vor. Vielleicht stirbst du jetzt, dann weiß ich mal Bescheid. Oben ist doch bestimmt einer. Wobei, unsere sind ja schon da. Wo ist denn das Piepeding? Egal. Twitch lebt nicht mehr. Dann hinter mir, glaube ich, lang. Ist das ein Teamkollege? Ich glaube nicht. Ich knall es ab, wenn es vor mir erscheint. Geisel gesichert, Evakuierung einleiten. Es ist neben mir. Was ist das doch? Das LMG eliminiert. Frau Frost wieder vorausgewählt oder müssen wir das jetzt neu machen? Im Kino. Ach, selbst. Das können wir gar nicht selbst auswählen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber dass das die Gegner sofort wissen, das ist halt Mist. Ich bin jetzt bei. Oh, wie heißt der andere Modus, den wir zuletzt immer gespielt haben? Standard ohne Rang? Taktisch. Ohne Rang. Irgendwie so. Da war ich jetzt voll drauf aus, dass man hier noch auswählen kann, das Verteidiger, wo man hingehen möchte. Da habe ich jetzt auch angenommen, dass das hier so ist. Bereit zum Eliminieren der Feinde. Anzimatten gibt es nicht. Nee. Fünf gegen fünf, das ist schön. Wo werde ich denn jetzt hingehen? Die werden ja kaum unten reingehen, die Gegner. Ich glaube, ich gehe zur Wasserpfeife. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Hocke ich mich auf die Luke? Ein Piep-Piep-Piep-Gerät. Gleich hat sich nicht verändert in einer Zeit. Arschloch. Keine Außenkameras mehr. Dreh mal einen Kopfhörer auf, die haben Kali. Das ist hier mal einer. Vielleicht hat jemanden vor sich. Das könnte am großen Fenster sein. Nee, komm, Kali. 2 Minuten noch. Ah, Kali ist bei. Clash kommt nicht ins Taumeln, weil sie beschossen wird. Ich glaube, da war jemand im Rundsurferraum. Ihr blöden Wichser, ist doch neu, oder? Jemand ist über uns. Du Vollidiot! Du Vollidiot! Das Fenster ist offen, das ist ungut. Ich glaube, hier könnte vielleicht jemand hochkommen. Scheiße, ich hab's gerade gesehen, aber da hat's mich schon zuerst. War's schneller. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt.
Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Hätte auch ein bisschen länger beim Aquarium sein sollen. Naja, das habe ich jetzt hinterher herausgefunden. Okay, aber die Erkenntnis dieser Folge, Frau Frost hat jetzt einen ACOG. Und... keine Ahnung. Waren sie freundlich und fair, die Gegner? Jo. Die Erkenntnis dieser Folge, schnelles Match ist weiterhin doof und Frau Frost hat jetzt einen ACOG. Aber weiterhin doofe Willkommensmatten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.